So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und immer noch gleiche Stelle, wieder ein Video, 10 Stück nacheinander aufgenommen, fällt gar nicht auf, weil die alle unterschiedlich hochgeladen werden. Und heute ist Sonntag, der 3. März. Und ihr wisst alle, es gibt ja momentan Meltan als Shiny aus den Boxen zu bekommen. Die ganze Aktion läuft noch bis zum 4. März. Ihr könnt also heute und morgen, bis ihr das seht, es ist schon ewig vorbei. Ich glaube bis um 9 Uhr früh ist das, glaube ich. Also am 4. März um 9 Uhr früh oder 5. März 9 Uhr früh. Durch die ganzen Zeitverschiebungen, Gemache und Gedue ist das immer ein bisschen kompliziert. Aber auf jeden Fall geht es um Shiny Meltan. Und ich habe eben noch meine Box geöffnet. Die nächste kann ich nun also nicht mehr machen, weil das Event mit den Shiny Meltan dann schon um ist. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, denn entweder haben die Shiny-Rate erhöht oder was weiß ich, denn ich habe wirklich 3 Shiny Meltan aus einer Box bekommen eben, mit 280 WP, mit 360 WP und sogar mit 569 WP, was auch 2 Werte auf 15 hat, ein 91%iges Shiny. Richtig coole Sache natürlich. Und ich habe die ganze Zeit, wollte ich ja schon mal Meltan entwickeln, wollte warten, bis ich ein gutes habe oder nicht. Wir geben jetzt auch mal Meltan ein und schauen uns mal an, was wir überhaupt generell hier haben. Und da ist mir beim Durchschauen aufgefallen, wenn ich einen Screen, kann ich ja hier einblenden, ich benutze ja immer Calci IV zum Bewerten und da werden immer die Werte angezeigt, dass bei dem Calci IV Screen dran stand, alter Wert und neue Werte sozusagen, dass irgendwie bei Meltan die Werte sich verändert haben und dass irgendwie alles neu berechnet ist und neu berechnet wurde, bei einem alten stand es dran. Und ich habe die restlichen nochmal durchgeschaut und dann ist mir das hier aufgefallen, auf Level 30. Und das habe ich dann einfach bei Calci durchgeklickt und habe nicht schlecht gestaunt, denn da war plötzlich ein 100er dabei. Kann es mit allen aufnehmen. KP, beste Angriff, klasse, Verteidigung, klasse, beste, die ich je gesehen habe. 3 Werte auf 15, ein 100% Meltan auf Level 30, also richtig geniale Sache. 1700 Bonbons und da würde es an der Zeit natürlich trotzdem mal eins zu entwickeln. Das wollen wir jetzt auch machen. Wir werden das 100er Meltan entwickeln zum Melmetal. Der Pokédex-Eintrag wieder Generation, na gut, 8 ist das ja, zählt ja zu Generation 8, wo jetzt auch angekündigt wird, dass da bald einiges kommt für die Switch. Irgendwann wird sie dann auch in Pokémon Go verfügbar sein. So, und da habt ihr den neuen Pokédex-Eintrag von Melmetal. Das hat jetzt schon 3085 WP und ihr seht, der hat einen roten Schwanz. Das reicht aber nicht, denn wir wollen das jetzt noch hochziehen. Wir haben ja genügend Bonbons und da bin ich froh, dass ich wirklich einen 100er habe, denn ich mag eigentlich ungern 96er oder 98er hochziehen, außer bei Legendären vielleicht, die nützlich sind, die man öfter nehmen kann. Aber ich melde mich gleich zurück, ich push das jetzt, blende das ein und für die letzten 2 Pushs bin ich wieder da. So, und da sind wir wieder, 2 Pushs stehen noch aus, 10.000 Staub und 15... Bonbons, 26 WP bekommt es jedes Mal dazu und der letzte Push genau auf 35,99, 3599, richtig gute Sache. Römhild, Thüringen am 17.02. Wie gesagt, heute ist der 3. März und am 17.02. hatte ich das schon dabei, entweder habe ich es übersehen oder die Werte sind nochmal verbessert worden, sind geändert worden und deshalb ist es jetzt so eins. Der Kenny hat, glaube ich, auch geschrieben, der hatte eins, das war vorher bei 93 bis 96, ist jetzt nach der Änderung ein 98er, ist also auch besser geworden, also da muss er mal schauen, ob das so passt. Aber richtig gute Sache auf jeden Fall. Und wir wollen jetzt auch ein Shiny gleich entwickeln, wenn wir einmal dabei sind. Und dann nehmen wir das höchste, was ich hier habe von den Shinies. Ich habe auch hier noch ein älteres, das war irgendwann mal gefangen. 556, okay. Aber wir nehmen das höchste von den 4 Shinies, die ich jetzt habe.
auch mit 91%, also auch gute WP, gute IV meine ich, und werden das Shiny direkt hinterher machen. Zum Glück hat Meltan kein Geschlecht, so haben wir aber schon mal den Melmetal Pokédex-Eintrag und den Shiny-Eintrag. Fehlt dazu irgendwann nur noch ein Glückseintrag für den Lucky Dex und dann ist das Ding auch schon abgehakt. Und da habt ihr auch den blauen Schwanz, denn das ist ganz typisch bei Melmetal, dass das Shiny ein blaues Elektrokabel hat und das das Shiny ein blaues Elektrokabel hat und das normale eben ein rotes. Wir können aber direkt nochmal nach dem Melmetal so suchen. Und da seht ihr auch gleich den Unterschied hier. Das ist einfach gelb, während das eher so ein bisschen goldig ist und das hat einen blauen Schwanz und das hat eben einen roten. Ja, so kann man die auseinanderhalten. Richtig gute Sache auf jeden Fall. Drei Stück noch übrig, drei Stück, die ich auch tauschen könnte. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Jetzt habt ihr schon ein Nein, mein Farbige kam zurück. Und ein zweier Raid geht auf. Das war's aber von meiner Seite aus. Habt ihr schon Melmetal entwickelt? Was ist euer bestes Melmetal? Habt ihr schon ein Shiny Melmetal? Habt ihr ein Shiny Meltan bekommen? Habt ihr ein Shiny Melmetal entwickelt? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.